ich bin 20 und ich mache gerade die Ausbildung zur Erzieherin an der Schule der Diakonie in Schwerin. Ich habe schon immer gern mit Kindern gearbeitet und da war es eigentlich nur möglich, Erzieherin zu werden. Und ich bin es eben auch gewohnt durch meine 5 kleinen Geschwister und es ist für mich eher Erholung, mit den Kindern zu arbeiten als Stress. Ich habe gelernt, gerade mit sehr vielen Kindern auch alleine klarzukommen. Und so auf die Kinder noch mehr einzugehen und vor allem habe ich gelernt, energischer Kindern gegenüber zu sein. Das war noch das, was ich lernen musste. Ich finde, man darf nicht größtenteils daran denken, dass man eben gerade so eine große Verantwortung hat. Also man muss es schon im Hinterkopf haben, aber man darf eben auch nicht die ganze Zeit Angst haben, oh, ich habe jetzt Verantwortung, ich muss das. Ansonsten steht man uns zu sehr unter Druck und das wird nicht. Also als erstes muss man die Kinder auf jeden Fall lieben, alle Kinder so wie sie sind. Wenn man da kein Herz hat, dann wird das auf keinen Fall was. Aber man muss auch Durchsetzungsvermögen haben, dass die Kinder eben nicht auf der Nase rumtanzen. Ja, und ganz, ganz viele Ideen. Es sollte sich die Gruppengröße ändern. Es sollten weniger Kinder auf eine Erzieherin kommen, weil das den Kindern nicht gut tut, weil sie... Also man kann nicht alle so bedenken, wie sie bedacht werden müssten, gerade wenn es auffällige Kinder sind, die ganz, ganz viel Liebe brauchen und man noch 18 Kinder drumherum hat, funktioniert das nicht. Dann eine zweite Erzieherin mit rein oder weniger Kinder, das würde ich mir wünschen.